Hallo und herzlich willkommen bei meinem Vlog. Ich bin der echte Daniel und ich erzähle heute mal wieder was Sinnbefreites, mehr oder weniger. Naja, so sinnbefreit ist es aktuell ja nicht, weil wir haben ja aktuell irgendwie gerade die Situation, dass Motorradfahrer in Deutschland und Österreich irgendwie zum Kühlknaben abgecancelt wurden. Da kriegt man ein bisschen den Eindruck. Also in Deutschland hat man im Bundesrat eine Gesetzesinitiative eingebracht, stellenweise sinnvoll ist, wie zum Beispiel die Klappenauspuffe zu verbieten, und stellenweise halt komplett diskriminierend ist, weil man Motorradfahren an Sonntagen und Feiertagen verbieten will und also alle quasi außer Elektromotorräder, getunte Autos, Quads, Trikes und so weiter sind davon ausgenommen. Es geht ja wirklich nur um Motorräder mit Benzinmotor, von denen es in Deutschland so um die 4 Millionen, habe ich irgendwo gelesen, geben soll. Und das finde ich als Motorradfahrer natürlich suboptimal. Weil einerseits, ich fahre eine Maschine, die sich an die gesetzlichen Vorschriften hält. Andererseits, wenn jetzt das wirklich kommen sollte, dass ich an Sonntagen oder Feiertagen nicht mehr fahren darf, dann werde ich einen Wertverlust, ich persönlich, erleiden an diesem Motorrad, also monetär, weil der Wiederverkaufswert nicht so hoch sein wird. Zum anderen kann ich mein Hobby nicht mehr dann durchführen, wenn ich Zeit und Lust und Laune dazu habe. Und zum anderen hängen dann natürlich neben den Herstellern der Motorräder, der Ersatzteillieferanten, die Werkstätten, auch jede Menge Restaurants, Hotels, Imbisse und so weiter dran. Also da gibt es mehr als genug Sachen, die, wie soll ich sagen, finanziell einfach davon abhängig sind, dass Menschen ihr Hobby ausleben. Und gerade in Deutschland hat man, also ich lese relativ viele Seiten, also Newsseiten, Foren, gucken mir V-Logs an, und überall hat man so ein bisschen den Eindruck, dass die Leute sich vom Kopf gestoßen fühlen. Man hält sich an die Gesetze, man hält sich an die Rahmenbedingungen, alles. Die Motorrad-Community an sich ist leiser geworden über die letzten Jahre. Und trotzdem bekommt man dann von der Politik so allgemein so eine Strafe angedroht, aufgebrummt, die gänzlich alle trifft, und versteht nicht so wirklich warum, weil es, wie gesagt, in der Community Fortschritt gibt und alles, und man bekommt jetzt halt vom Gesetzgeber dieses ja, wir interessieren uns nicht dafür, fuck you all, wir hauen jetzt einmal drauf. Das ist so in der Richtung nicht okay. Und zum anderen, in Österreich, in Tirol, ist jetzt zu hören und zu lesen, dass sich da ja, relativ viele Tiroler daran gestört haben, an den hochtourigen Geräuschen von Motorrädern, so laut Befragungen von dem, was man liest, und haben sich allerdings wesentlich weniger, also weniger als die Hälfte, 40%, ich schaue es hier gerade in der Kurzfassung nach, ich verlinke das mal unten. Ja, hier steht jetzt keine Prozentzahlen. Also hier steht nur: mit großer Mehrheit abgelehnt werden generelle Fahrverbote für den Ausflugsverkehr, generelle Fahrverbote für Motorräder an Wochenenden, verkehrsbauliche Maßnahmen, Verkehrsinseln etc. Mit großer Mehrheit befürwortet werden mehr und strengere Verkehrskontrollen für Motorräder, höhere Strafen für Motorräder, die zu laut sind, Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung unter Bikern und Fahrverbote für laute Motorräder. Ja, und da ist jetzt halt in Österreich das draus geworden, und zwar leider mit einer relativ doofen, oder ja, das, also sogar die österreichische Presse schreibt überall, dass das quasi dummstmöglich gelöst wurde, indem man einfach gesagt hat, okay, das, was im Fahrzeugstein unter Standgeräusch steht, das nehmen wir, weil das einfach im Fahrzeugschein steht und man das relativ einfach kontrollieren kann. Sprich, wenn dich ein Polizist anhält, hier, zeig mal den Fahrzeugschein von deinem Moped,
steht drin, hast 98 dB, du darfst hier nicht fahren. Also auf diesen 5, 6 Strecken, die da jetzt erstmal veröffentlicht wurden. Jetzt muss man sich allerdings fragen, was ist das Standgeräusch? Und ich habe jetzt auch erstmal da schlau lesen müssen, weil man liest ja nicht alles durch, was in seinem Fahrzeugpapieren steht oder was es bedeutet oder vor allem, wie es gemessen wird. Da habe ich jetzt erfahren, dass Standgeräusch ist, wenn ich mein Motorrad auf Beton oder Asphalt stelle, in 50 cm Abstand zum Auspuff, den Motor im Leerlauf auf 5000 Umdrehungen hochjage. Und jeder, der ein Motorrad sein eigen nimmt, weiß, das ist eine Übung, die machst du höchstens mal, wenn du gerade einen Ölwechsel gemacht hast, um das Öl einmal durchzumischen. Kann man machen, muss man nicht. Oder ich habe das früher bei meinem Bandit gemacht, wenn der Vergaser eingetrocknet ist, weil einfach die Scheiße durchgepumpt werden musste und das Moped immer wieder ausgegangen ist. Wenn es mal irgendwie 2 Wochen in der Sonne stand und nicht bewegt wurde. Ansonsten sind das komplett unrealistische Zahlen, so aus der Lebensmitte. Und die werden jetzt halt genommen, um zu bemessen, ob Motorrad zu leise oder zu laut ist. Dazu kommt, dass halt sämtliche Motorradhersteller sich halt an diesem, ich glaube, 77 Dezibel Vorbeifahrgeräusch orientiert haben oder was so als EU Euro 4-Richtlinie, glaube ich, genommen wurde, haben quasi das gebaut. Und jetzt ist das, was sie gebaut haben, jetzt für Teile von Österreich als Eingang nicht mehr akzeptabel. Super. Gut, dann müssen wir jetzt auch mal zurück nach Deutschland gucken. Da habe ich jetzt auch noch gelesen, dass in Nordrhein-Westfalen die Kreisstraße 18 zwischen Hilgen und Dabringenhausen für Motorradfahrer jetzt mit maximal 60 km/h, also in die eine Richtung mit 60 km/h, in die andere mit 50 km/h zu befahren ist. Ebenfalls aus den Lärmschutzgründen für Anwohner. Und wenn man sich diese Straße mal bei YouTube anguckt, das ist so eine, die bezeichne ich gerne als so 1,5 Autobreiten Straße. Und ich kenne das selber, wenn ich irgendwo bin und mich nicht auskenne oder zum ersten Mal eine Strecke fahre und erstmal gucken will und nicht die mal 80 oder 100 fahre, die erlaubt sind, dann habe ich relativ häufig Einheimische hinter mir, die drängeln im Auto, und gerade auf solchen Straßen kann das dann zu gefährlichen Situationen führen. Weil ich weiß nicht warum, man muss immer ständig überall der Erste sein, gerade wenn man im Auto unterwegs ist, oder ja gut, Motorradfahrer sind auch nicht besser. Alle anderen sind langsam, man muss überholen, und wenn jetzt jemand halt mal erstmal gemütlich fährt und nicht auf Anschlag, dann muss man den gleich mal überholen und vor allem bedrängen von hinten. Finde ich immer ein bisschen arg suboptimal. Gerade so, wenn man als Anfänger unterwegs ist, kann das dann nochmal die Verunsicherung arg erhöhen. Das ist, glaube ich, für keinen schön. Also ich verstehe auch nicht, woher dieses Ungleichgewicht herkommt, dass Motorradfahrer quasi so wenig Verständnis bekommen von vielen Autofahrern und dass das Autofahrer oder Autodeppen immer als gottgegeben hingenommen werden und Motorradfahrer, das muss man regulieren, das muss man sofort hier gesetzlich verbieten. Ich verstehe es nicht. Was ich auch ein bisschen schade finde, Honda hat früher mal in ihrer Academy so ein-, zweimal im Jahr Motorradfahren ohne Führerschein angeboten. Konnte man wohl, also ich habe da nie dran teilgenommen, leider. Ich habe dann immer für meine Freunde geguckt, dass die auch mal die Chance hat, das zu machen, ohne gleich einen Führerschein machen zu müssen, das Motorradfahren zu erleben, wie das so ist. Und Honda macht das leider nicht mehr. Die Seite Motorradfahren ohne Führerschein.de leitet aktuell stumpf auf die Honda Motorrad-Übersichtsseite um. Kein Hinweis mehr, irgendwas. Ich glaube, die bieten das einfach nicht mehr an. Hatte schon lange Zeit immer mal wieder geguckt, ob sich irgendwas auf der Seite verändert, dass man da mal eine Anmeldung machen kann. Leider nicht. Es ist ja auch äußerst schwer, in Deutschland Motorrad zu fahren ohne Führerschein. Also ich will jetzt hier niemanden zu einer Straftat aufrufen, aber als ich damals mit 17
Dann ich sehr Autofahren gelernt habe, hat mein Vater gesagt, komm, wir fahren jetzt mal am Samstag auf einen ADAC-Übungsplatz, also Verkehrsübungsplatz, wo man so als 17-Jähriger damals ohne Führerschein rumfahren durfte in einem mitgebrachten Fahrzeug. Das heißt, ich habe mich damals halt erstmal auf den Fahrersitz gesetzt. Mein Vater durfte 1000 Verträge unterschreiben, dass wenn irgendwas kaputt geht, irgendwas kollidiert, er selber dran schuld ist und alles selber zahlen darf, Versicherung nicht zahlt und so weiter. Aber ich hatte rein legal die Möglichkeit, auf diesem privaten Gelände in einer einigermaßen kontrollierten Umgebung Autofahren zu lernen, bevor ich das erste Mal in der Fahrschule gesessen bin. Es war mal ganz schön, so ein bisschen weniger Druck zu haben, anfangen und so weiter, was sich dann auch einfach ausgezahlt hat, weil ersten Fahrstunden war ich bei anderen Leuten nebendrin gesessen oder ja, hinten drin gesessen, damals durften wir uns auch noch lang, lang vor Corona. Und die sich erstmal dann eine halbe Stunde abgemüht haben anzufahren, während ich jetzt einfach dann hingesetzt habe und losgefahren bin und dann quasi meine Fahrstundenzeit damit verbringen konnte, nur mit den Mindeststunden einen Führerschein zu machen und B, andere Sachen zu lernen oder mehr Erfahrung zu sammeln als Anfahren in der waagerechten. Also noch nicht mal am Berg, wobei das konnte man da auch machen, weil da gab es so einen coolen Hügel. Aber das gibt es für Motorräder nicht. Da hast du keine Möglichkeit. Es gibt irgendwie keinen ADAC-Platz, der das zulässt. So ADAC-Trainings oder ähnliches kenne ich jetzt auch nur mit hier bitte mit Führerschein und eigener Maschine oder Miete zumindest hier eine Maschine. Aber dass sie jetzt sagen, so hier, wir machen jetzt mal hier so ein Fun-Training für, keine Ahnung, 200 Öcken, wo Leute ohne Führerschein mal 2 Stunden Grundzüge lernen, das gibt's nicht. Also ich werde da auch gerne korrigiert, aber ich habe so Sachen gesucht und habe das noch nirgendwo gefunden. Das gibt's einfach nicht. Und ich denke einfach auch, dass wenn man in den normalen B-Führerschein dass man aufnehmen würde, dass da zumindest mal so eine Grundübung Motorradfahren zur Pflicht gehören würde. Also, dass da einfach vieles an Verständnis zwischen Motorradfahrern und Autofahrern steigen würde. Also ich selber habe ja erst seit 4, 5 Jahren Motorradführerschein, muss ich zugeben, habe den über 30 nachgemacht. Aber schon davor hatte ich selber als Autofahrer nicht die Möglichkeit, also immer quasi das neugierige Verhalten da mal zu lernen, wie funktioniert das, wie macht man das, ist das cool, ist das nicht cool und hatte halt auch keine Möglichkeit, das auszuprobieren, ohne zu sagen, so hier, da, x-tausend Euro, ich mache jetzt mal einen Führerschein und gucke mal, ob es mir Spaß macht oder ob das überhaupt was für mich ist, ob ich mich dabei wohlfühle und so weiter, das gab es nicht. Also, ich habe es dann tatsächlich illegal gemacht, immerhin auf einem großen Supermarktparkplatz, also Privatgelände, am Sonntag, wo mein Kumpel mal mir erlaubt hat, auf seiner Maschine zumindest mal so mal hin und her zu fahren, zu gucken, wie funktioniert das. Und das haben wir gemacht. Ich bin dann eine halbe Stunde rumgegurkt, auch vorsichtig angefahren und so weiter und habe festgestellt, ah, das ist cool, ah, das macht Spaß, oh, das ist gar nicht so schwer, wie es aussieht. Und habe mich dann entschieden, ja, jetzt mache ich einen Führerschein. Das hätte ich natürlich alles viel lieber legal gemacht und nicht so irgendwo im Verstecken, wo man Angst haben muss, Strafen zu bekommen und so weiter. Aber die Möglichkeit hat man nicht. Warum? Warum? Also, wie gesagt, ich habe das schon mal in meinem Blog geschrieben. Ich bin so ein Freund von Geben und Nehmen. Liebe Motorradfahrer, also andere Motorradfahrer, macht nicht so viel Krach, dreht nicht unbedingt. Und 22 Uhr nochmal mit 12.000 Umdrehungen durch die kleinen Käfer. Das würdet ihr auch nicht wollen, wenn ihr gerade vom Fernseher sitzt oder schlafen wollt. Lieber Autofahrer, fahrt nicht so dicht auf, wenn ihr jemanden vor euch habt, von dem ihr genau seht, so, oh, der ist unsicher, oh, der kennt sich hier nicht aus. Du hilfst dem nicht, wenn du auf 2 Meter ranfährst, hupst und Lichthupe gibst. Auf keinen Fall. Also, bleibt nett zueinander. Das ist eigentlich alles, was ich sagen möchte. So, jetzt habe ich schon wieder viel zu viel gelabert. Würde mich freuen, wenn sich das der eine oder andere oder die eine oder andere sich das anhört.
und mir ein Like da lässt, einen Kommentar, ein Abo. Genießt euer Leben, fahrt vorsichtig, passt auf euch auf. Macht's gut.